Hey ho und willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play League of Legends. Wir sind hier in der nächsten Ranked-Runde. So, beim letzten Mal haben wir schön gewonnen. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, wir haben jetzt mal so ein bisschen so eine Glücksrunde. Wir sind wieder Jungler. Wie gesagt, ich bin hier eigentlich so der Hauptjungler. Vielleicht mal Top oder Support. Mitte und Carry wird es weniger geben, weil Carry bin ich jetzt auch nicht so gut. Da lasse ich lieber anderen den Vortritt. Und die Teams sehen auf beiden Seiten ganz gut aus. Jetzt kaufe ich erstmal natürlich Machete, 5 Pots. Fangen wir damit an, wie immer. Eigentlich. So, pingen wir hier die Blue an, die hätte ich schon gerne. Und dann level ich als erstes mit Jarvan den E. Zack. No quarter for the wicked. Ja, was haben wir unten hier? Die kauft die Boots und 3 Heiltränke. Hier haben wir 4 Wards, bisschen Mana-Rack. Potz natürlich, hat auch den Keks dabei. Volibear Top habe ich bis jetzt, glaube ich, so noch nicht oft gesehen. Mehr im Jungle dann. Bin mal gespannt, wie der jetzt oben ist. Gegen, wen haben wir denn oben? Ah, wir haben oben den Zinn. Bin ich ja mal gespannt, wie das da oben läuft gegen den. Was haben wir hier? Hat sich schön den Ring gekauft. Kann ja im Moment dann auch direkt 2 Potz dazu kaufen. So, haben die schon was geschrieben? Camp the Bush, ja. Bin ich mal gespannt. Ich glaube eher nicht, dass da irgendwer reinkommt. Oder wo wollen die hin? In den Busch wollen die. Falls einer von Blue kommt. Ja, da hat sie auch schon einen Schuss abgekriegt von der Kate. Die hat natürlich super Range. So, Smiteless hätte ich da natürlich gerne, wenn der Volley mir hilft. Jetzt kämpfen die da oben. Ich würde mal sagen, durch die Passive könnte es für Volleybear ganz gut werden, aber die hören da beide auf dann. Können sich da pullen. Ah, super, da haben sie den auch. Super. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Hilfe. Ich werde den jetzt smiten, weil er sollte eigentlich in die Base gehen, oder? Ah, will er nicht. Dann können wir den auch vielleicht smiteless machen. Ach, jetzt geht er erst in die Base. Okay, natürlich ein bisschen spät. So. Kann die tanken, dann kann ich den auch smiteless machen. Ich mach direkt jetzt schon mal einen Pot rein. Dann halt er uns mal in der Zeit. So, da haben wir auch jetzt schon den Nieder. Super. Perfekt. Natürlich jetzt den Q. Ich werde direkt in der Mitte ganken, denke ich. Der steht noch relativ weit vorne. Mit Jarvan mache ich am Anfang einen relativ guten Damage. Ich habe mit dem meine Jungler-Runen drin. Jungler-Runen und Masteries drin. Ich habe ein bisschen Attack-Damage und Durchdringung. Rüstung und Magic hier Magic Resistance. Ah, da hat er auch den Flash verbraten. Hätte er das nicht gemacht, wäre er tot gewesen. So, dann gehen wir jetzt direkt zur Red und holen uns die. Wen haben die im Jungle? Die haben Fiddle im Jungle. Ich gehe mal hier rum. Falls der hier steht und auf uns wartet, dann sehen wir den nämlich von hier direkt. So, hier ist alles frei. Dann machen wir den auch. Rein damit. Haben wir nämlich mehr Angriffstempo. Und mehr Rüstung. 3 Hits noch, dann haben wir den auch schon. Heiltrank wieder rein, damit wir nicht gar nicht so viel Leben verlieren. Da können wir auch schon smiten. Bisschen Rüstung. Das geht auch super. Unten könnte ich vorbeigehen. Mitte und Top, ja. Muss ich mal gucken. Ich mache jetzt erstmal hier noch die. Brauche ein bisschen Gold. Lanze wieder rein. Ja, ich denke, ich werde jetzt direkt hochgehen. Mach die Wölfe noch eben und geh hoch. Mache ich die Wölfe noch? Braucht das Gold. Und der Volley ist natürlich ein bisschen angekraxelt, weil er nicht in der Base war. So wie der Zinn. Ja, ich hole mir die hier eben noch. Was soll der Geiz? Haben wir eben schnell. Mache ich dann noch einen Pot rein, dann haben wir die auch verbraucht. Haben auch schon 400 Gold, da kann ich dann auch gleich was kaufen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den oben. Der hat aber... Hat der noch seinen Flash? Das weiß ich natürlich nicht. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Geht jetzt gerade in den Busch, checken, ob da wer ist. Jetzt warte ich mal eben kurz. So, der Volley hat das geklärt und jetzt können wir ein Stück bewegen. Er ist nicht mehr da, ist Mist, wirklich. Schade, haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Sind wir aber auf dem Weg in die Mitte wieder. Hat er jetzt seinem Jungler irgendwo beigeholfen, bei der Red oder sowas? Ne, da oben steht er. Oh, jetzt muss er sich beeilen. Scheiße. Schade. Jetzt nehme ich hier die Last Hits aus der Mitte. Super Farm hier.
Und ich denke, ich push mal eben. Weil dann, okay, da kommt der Art Jungler von denen. Der ganz guten Damage drauf hat, muss ich sagen. Und ich war so heftig lange gesilenced und gefear. Da konnte ich meinen wenig anmachen oder wegflashen. Hat man ja auch gehört, dass ich den gepusht habe wie sonst was. Verdammt, das war ein bisschen behindert jetzt. Schade. So, Schuhe kaufe ich mir ein und dann mache ich das hier erstmal fertig. 3 Heiltränke. Verdammt, da hätte ich jetzt nicht sterben dürfen. Das war ein bisschen scheiße von mir. So, wie es unten? Unten ist Ash gestorben und die Gegner... Kate hat den Kill gekriegt und die haben den... Die haben den Jungler, ach, den Jungler, den Support gekillt. Ich muss oben helfen auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier die Wölfe eben holen und die Wraiths. So, ich smite den hier eben. Smite brauchen wir jetzt gerade eben nicht. Haben wir den schneller fertig. Der hat einen Ward gekauft, der hat den aber noch. Ich mache als Jungler den E hoch. Dann habe ich ein bisschen mehr Attack Speed und alles. So, der stellt den Ward gerade auf. Da werfen wir noch hoch, können ihn slowen. Ja, super. Ja, unten verkackt gerade. Ich bin auf dem Weg runter. Ja, campen. Ja, klar, ich will dir helfen da. So, Heiltrank rein und dann auf runter. Wir müssen mal gucken, die haben wahrscheinlich den Tree gewordet. Den Tree Bush da unten. So, dann laufen wir runter. Ich bin auf dem Weg runter. Kann ich dir da helfen? Ich gehe mal hierher und gucke, ob die den Ward haben. Haben sie. Also der Alistair haut direkt ab. Oh, oben. Oben ist verkackt. Und in Mitte. Ja, muss hochgehen auf jeden Fall. So, sagen wir dem das mal an hier, dass wir auf dem Weg hoch sind, damit wir dem helfen können. Ich bin noch kein Level 6, das ist natürlich scheiße. Ja, können wir uns auch noch nicht leisten, fehlt uns noch ein bisschen Gold. Also kaufe ich ein Stück Leben schon mal. Dem müssen wir jetzt oben auf jeden Fall helfen. Also ich mache jetzt eben die Wölfe, dann bin ich auch Level 6. Das passt doch ganz gut. Ich bin zwar noch langsam wie sonst was. So, was hat er denn? Der ist noch Level 5, 20 Farm. Oh, der hat richtig fetten Farm. Hol mir der eben die Blue, wenn das geht. Dann muss ich aber auch hoch. So, jetzt sind wir Level 6. Kommt die oder kommt sie nicht? So, pingen wir direkt an, dass da einer miss ist, weil der wird sonst seine Ulti benutzen und runtergehen. Sie will die Blue nicht. Ja, kein Problem, nehme ich die. Kenne ich ja nichts, wenn sie die nicht will. Der Zinn hat keinen Ward und der ist auch gerade nicht da. Er ist nicht da, schade. Sind wir gerade oben. Sagen wir, dass wir hier in dem Weg auf Mitte sind. Der wird wahrscheinlich einen Ward hier aufgestellt haben. Da ist ein Fiddle. Kriegen wir nicht. Dieser 4 ist echt heftig. Einfach der hat ja wahrscheinlich jetzt schon mehr oder weniger hochgelevelt, also geht ja schon seine 2 Sekunden. Es wäre eigentlich nicht schlecht, die Mercury Boots zu kaufen, dann hat man nämlich weniger Stunzeit und alles. Aber ich hätte eigentlich lieber die schnellen Boots, damit ich ein bisschen fixer unterwegs bin. Ja, super, die Mitte gewinnt jetzt. Perfekt. So soll das sein. Ach, was ist denn unten los hier? So, jetzt komm, jetzt hoffentlich kriege ich die noch. Die sind gerade so weit vorne. Ich muss gucken, dass ich... So, Double Kill, sauber. Der wäre besser für Ash gewesen, aber ich wollte die nicht wegkommen lassen. Sehr schön. Haben wir 3 Kills, wir haben jetzt richtig, richtig fett Kohle gekriegt. Haben jetzt gerade 1300. So sollte das sein. Mitte gewinnt. Oben sollte jetzt ein Ward stehen. Der ist gerade da so runtergelaufen und hat da, glaube ich, ein Ward hingestellt. Ja, Boots auf jeden Fall. Jetzt kaufe ich auch die 5er Boots nochmal. Zack. Jetzt können wir hier... Können wir noch nicht fertig, aber Cooldown Reduction hier noch. Noch ein Pot rein.
Und dann werde ich gucken, ich werde vielleicht auch den Frozen Mallet kaufen. Ja, jetzt müssen wir hoch auf jeden Fall. Jetzt müssen wir oben ein bisschen kämpfen. Unten hat jetzt, müsste jetzt mal klarkommen. Und in der Mitte kommt klar. Ich könnte den jetzt mal in den Tower schleudern. Er sollte den Farm noch nehmen. Mitte ist gestorben. Verdammt, hat er seine Ulti gemacht? Ich weiß es nicht. Ich muss die Mitte deffen. So, die unten müssen jetzt aufpassen. Der wird nämlich in die Mitte. Die Mitte wird runterkommen. Ah, hier ist der, wie heißt der? Der Twisted. Ich habe hier die Karten gerade durchfliegen sehen. Er hat uns gestunt. In 11 Sekunden habe ich meine Ulti, brauchen wir nicht. Super. Nächster Kill für uns. Oh, oben sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe meine Ulti auch. Also wenn ich jetzt hier hinten rumkomme, kann ich da reinspringen direkt. Dann habe ich den. Oh, meine Güte, was macht der denn? Jawohl, haben wir auch wieder einen Kill. Putsch ich hier ein bisschen. Muss ich aufpassen, dass der Fiddle uns nicht wieder so rannimmt. Und wir haben wieder satte 1400 Gold. So, die kriegt den. Oh, warum geht sie nicht drauf? Ich muss einen Heiltrank direkt rein. Damit er uns aufhielt. So, 1400 Gold, das reicht. Unten sieht gar nicht so gut aus. Was haben wir denn da? 2-2 und 0-3. Die Lulu feedet gerade ein bisschen. Jetzt können wir hier ihn auf jeden Fall schon mal zu Ende kaufen. Warte, ich muss mal gucken. Haben wir genug Gold? Nein, es fehlen uns 50 Gold. Gar nicht 30. Also kaufe ich ihn hier erstmal zu Ende. Und dann kaufe ich hier vom Frozen Mallet schon mal Damage und Leben. Bei uns läuft auf jeden Fall. Bei uns läuft, Junge. Ist ganz gut. Und ich gehe jetzt runter. Fünfer Boots auf jeden Fall richtig geil. Man ist schön schnell hier auf der Map. Kann richtig oft ganken. Und das ist auch eigentlich meine Jungle-Spielweise. Ich ganke wirklich ziemlich häufig. Hat man bis jetzt vielleicht auch schon ganz gut sehen können. Hoffentlich schaffe ich das noch. Komme ich nicht dran. Kriegt die Kate auch nicht. Ich habe in 5 Sekunden meine Ulti. Die Ashe schießt sowas von daneben. Schade, aber hätte treffen können, dann wäre es ganz gut geworden. Hat aber nicht, leider. So. Where the fuck did the arrow go? Ja, das würde ich auch gern wissen. Sie sollte da aufpassen. Oh mein Gott, das war, ist doch so klar. Der Fiddle kommt einfach immer an, wenn sowas ist. Das ist einfach Fiddle. Schade, ich hätte da drauf gehen müssen. Jetzt kriegt er die Blue. Da gehe ich hin. Gucken, ob ich die Blue wegsnacken kann. Oder den Twisted, der hat ja einfach nur noch 5 HP. Also hier rum. Jetzt gucken wir mal dabei. Hier ist keiner mehr, also klaue ich die. So, 1800 Leben, 1700, die kriegen wir ganz schnell. Weg ist sie. Perfekt. Da haben wir einen Fiddle. Also den dive ich ungern einfach, weil der so ein mieser 4-Motherfucker ist. Macht er sein 4 dran und dann bist du aber mal sowas von. Sinn ist Miss, ich werde mich dann auf den Weg in die Mitte machen. Wenn ich die Red habe hier, so, den können wir nochmal drauf machen. Den haben wir eh gleich wieder. Heiltrank rein. Er hat ihn dann noch. Wir slowen ihn gerade zu Tode. So, hier haben wir den Kill gegeben. Ich brauche den nicht mehr. Perfekt. Ach, er hat die Blue geklaut. Fuck. Schade. Und die Lulu feedet weiter da unten, also wenn das so weitergeht,
dann wird es noch richtig schwierig, obwohl wir hier wirklich einen super Jungle gerade haben. Und die Mitte und Top geht eigentlich noch, aber die Lulu ist wirklich gerade ein bisschen scheiße, so wie es aussieht. Ich denke, wir holen uns jetzt hier den hier noch und gehen dann, ich weiß nicht, ob ich auf Trinity mal gehen sollte. Ich spiele immer gerne relativ tanky. Snipen wir. Jetzt beeilen wir uns. Und da müssen wir uns wirklich beeilen. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht gefiert werde. Schild gemacht, damit ich einen Schuss weniger drauf kriege. Oh, da kann ich gar nichts machen. Ich hätte fast gleich reingesprungen. Und da lasse ich den Tower besser fallen. Lass den Tower fallen, Lulu, weil sonst kriegen wir gleich richtig einen ins Gesicht hier von dir. Und unten, ich hoffe, die schafft das. Sauber, perfekt. Nehmen wir uns hier den Farm noch. Bei uns, ey, richtig gut gerade Jarvan, Jungle. Wie viel Leben hatte der unten noch, würde ich gerade gerne mal wissen. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt können wir uns das leisten und den Gürtel direkt schon. Warten wir eben noch die 10 Gold, warten wir. Sollen da mal gucken, nicht, dass der schon weg ist. So, wir sollten jetzt mal, also jetzt werde ich gucken, dass ich die Kills auf jeden Fall unseren Leuten gebe, weil wir haben einfach 6-1, so viel braucht man als Jungler gar nicht. Wir haben auch einen super Farm. Ja, da ist er auch, ist er noch da, super. Also gehen wir jetzt hier hin. So, I suck even more, ja, toll. Ihr sollt nicht sucken, ihr sollt hier spielen vernünftig, Idioten. Ich möchte das gewinnen, also wenn wir das verlieren, das finde ich schon ziemlich mies. Snipe den hier. Und sag, dass ich in die Mitte komme. 19 Sekunden haben wir die Ulti wieder. Ja, wie sieht's hier aus? Der steht relativ weit vorne. Da steht ein Fiddle. Wir haben ihn nicht mehr gekriegt. Ich stehe gerade zwar mitten in der Ulti drin. Oh, was ist denn hier los, Leute? Ja, super. Ich musste jetzt flashen. Und die Lulu stirbt natürlich, also... Ich glaube, das verlieren wir. Weil die Leute hier in unserem Team keine Ahnung vom Spielen bis jetzt haben. Ich denke, das wird sich auch nicht verbessern. Und das werden wir wahrscheinlich surrendern können. Das war schade. Oh, jetzt bin ich in die Trap gelaufen. Wir haben aber den Tower gerettet. In 3 Sekunden kann ich helfen. Sauber, dass er mich rausgekickt hat. Jetzt kriegt die Ashe Kill. Und der tötet uns hier fast. Oh, das war aber jetzt arschknapp. Die Ashe hat sich für uns geopfert, die kostet eh kein Geld. Also wenn wir sterben, da kriegen die richtig Kohle. Deswegen soll sie ruhig sterben. So, was kaufen wir? Ja, also es bringt jetzt gar nichts, auf Damage irgendwie zu gehen mehr, finde ich. Und da sterben die auch. Der Zinn ist richtig gefeedet, wie man sieht. Und die Lulu, die geht einfach nicht weg, ey. Sie feedet einfach. Also das ist einfach feeden. Ganz klar. Also ihn kriegen wir. Zack. Wir liefern hier ein ganz gutes Spiel ab, muss ich sagen. Aber die anderen, die gehen mir gerade echt auf die Nerven. Bisschen. Ah, das war ganz knapp. Er kriegt sie noch. Und den Kill abgeben. Ah, sie stirbt natürlich. Hätte ich den auch nicht mehr wahrscheinlich aufhalten können. Ah, die feeden hier alle ein bisschen. Vor allem, die Lulu spielt so aggressiv einfach. So, eben den hier holen. Boah, die Ashe hat einfach zero Damage. Guck mal, wie lange ich jetzt den Tower hier tanken musste. So lange, dass ich überhaupt gar kein Leben mehr habe. Ja, no problem, weil wir brauchen ja einfach gar keine Kills mehr. Wir haben 7 Stück, das reicht mehr als... Ne? Mehr als genug ist das. Kaufen wir uns den hier. Ja, als nächstes, ich weiß es noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Wer macht von den Damage? Der Twisted macht auf jeden Fall Damage. Kauft die Lulu. Ja, bis die da zusammen hat, wir kaufen es einfach. So, ist die Magic Resistance. Red holen auf jeden Fall, die anderen brauchen die nicht unbedingt. Am besten würde ich mir auch die Blue holen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die LeBlanc jetzt unbedingt die Red braucht, die Blue braucht, weil die haben alle hier so gerne und dann geben die die immer ab. Deswegen hätte ich die lieber. So, da haben wir die Red schon mal. 80 Farben haben wir, also wir sind wirklich richtig gut im Spiel. Springen wir hier drüber und schnappen uns die Blue noch. Bei aller Liebe, die LeBlanc braucht die jetzt nicht unbedingt. Ja, ich konnte jetzt nichts machen. Sehr schön. Sehr schön. Zwar der Volley noch gestorben, aber wir sind schon mal godlike. Ha, Nasher, ja. Lol. Wer will den denn machen? Ich kann den nicht tanken oder sonst irgendwas. Also die sind einfach ein bisschen dämlich. Muss ich ganz ehrlich jetzt sagen. Nichts gegen die. Ich bin jetzt auch jetzt nicht so der Flamer eigentlich, aber solche Aktionen immer wieder beweisen nicht das Gegenteil. Kaufen wir jetzt noch ein bisschen ja, Armor. Leben reicht noch nicht. Dann werde ich noch vielleicht ein bisschen auf Damage gehen, weil wir mal reißen hier gerade alles rum. Der Volley ist auch ziemlich untanky für einen Volley. Jetzt ist der Fiddle irgendwo hier im Jungle. Ich gehe auch hier rum. Gucken wir mal, ob wir hier noch was holen können. Der Fiddle geht direkt hier hin. Da sollten wir auch hingehen. Sie pullen ihn raus. Zinn ist oben. Deswegen sollten wir hier kämpfen. Ja. Nein, ich will ihn nicht. Sauber. Ich wollte den Kill auf keinen Fall haben. Beide einschließen, Lanze durch. Perfekt, jetzt ist die Ashe gekillt. Den gebe ich auch ab, wenn es geht. Ja, den kann der Volley dann ruhig haben. Ah, jetzt läuft, jetzt läuft. Jetzt können wir die haben. Keine dummen Aktionen mehr und es läuft bei uns. Sehr schön. Wäre natürlich sehr gut, wenn wir das dann gecarried haben. Gesmited schön. Sollten wir auch aufpassen, dass jetzt die sollen lieber in die Base gehen, bevor die sterben. Wir haben noch 10 Sekunden. Dann könnten wir den haben. Die Ashe hat jetzt schön 2 Kills gekriegt. Das ist natürlich sehr nice. Und dann Base. So, jetzt bitte alle zurück. Ich will hier nicht so ein Through haben. Das wird mich nämlich jetzt ziemlich ankotzen, weil wir sind jetzt gerade gut im Rennen. Wir haben Kills aufgeholt. Wir haben einfach richtig geile 8-1. Mit 11 Assists, also richtig Porno. Ich nehme mal noch ein paar Heiltränke mit. Können nie schaden. Komm, Ward passt auch noch. Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf Team spielen hier auf jeden Fall und versuchen die Kills abzugeben. Was hat die Ashe denn jetzt? 6-4, sehr gut. Die hat aufgeholt. Vom Farm ist das auch ungefähr gleich. Da kann man nicht meckern. So, jetzt kommt mal hier runter. Ich will da nicht reingehen. Bin schon wieder gefiert, also ich raste gleich aus. Ich komm da nicht dran. Ich komm da nicht dran. Also ich raste gleich aus. Und schon wieder gefiert. Wir bringen den aber noch. In 2 Sekunden kann ich weg. Jawohl. Nein, wir sterben vom Vogel. Wir haben die Ulti abgekriegt. Wir haben gerade so einen Luck. Wir spielen gerade so verschissen lucky hier. Sie sollen da weggehen. Geht einfach weg da. Und die Lulu auch. Alle weg einfach. Holy moly. War mir lucky, dass die Eule von dem Fiddle uns da nicht getötet hat. Der Rabe. Heftig. Heftig. Wow. Ja, die Ashe soll jetzt hier nicht sagen. Es war halt, wie soll der? Der kann ja eh nicht dahin kommen in einer Sekunde. Bitte kein... Ich bin sofort da.
So, da haben wir wieder einen. Also wir gehen hier gerade ziemlich steil. Ich werde mir gleich auch noch was kaufen, was Damage und Attack Speed macht. Wir müssen das jetzt ein bisschen carryen hier. Ich habe genug Leben eigentlich, so wie es aussieht. Ich habe jetzt 3,5. Deswegen Bulwark zu Ende kaufen und dann gibt es einen süßen. Ja, komm, nimm dir den Red. Ich will ja nicht so sein. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall gewardet. Bulwark, wie teuer ist der Rest noch davon? Wir können es uns leisten. Wir sollten zu 5 auf jeden Fall gehen, damit das was wird hier. Kaufen uns jetzt ihn hier schon mal und danach gibt es Lebensraub. Och, warum macht sie das denn? Das ist einfach dämlich. Sie hat noch nicht so den Damage. Sie hat ja auch noch nicht so die Items. Ihr Farm ist ganz gut, muss ich sagen. Dafür, dass sie eine LeBlanc ist, die Farm meistens schlecht. Aber dieses ständige allein reingehen, ja, die Ashe soll jetzt nicht so die Klappe da aufreißen. Die hat bis jetzt auch noch nicht so gespielt wie ein Gott. Ja, geh weg, Lulu, das ist meiner. Ich smite den aber nicht. So, da haben wir ihn. Und ich stelle jetzt mal hier einen Ward auf, weil die Lulu das ja anscheinend nicht schafft. Mit dem Fiddle muss man da nämlich ein bisschen aufpassen. Der kann den ganz gut tanken. Wir sollen auf jeden Fall, müssen wir heute zu 5 gehen, weil sonst wird das nichts. Und ich hoffe, sie hören ein bisschen auf mich. Nur ein bisschen. Weil bis jetzt haben wir hier wirklich ein richtig geiles Spiel abgeliefert. So, weil die Punkte will ich nach Hause fahren. Ich glaube, ich bin jetzt bei 81 Punkten. Oder 91 sogar schon. Da könnte man jetzt gut dann... Ich bleib jetzt mal hier ein Stück hinten. Nein, den will ich nicht. Sauber. Perfekt, ich dachte, ich krieg ihn jetzt. Das wäre nämlich ziemlich scheiße gewesen. So, Fokus auf jeden Fall. Das ist auch immer wichtig, die LeBlanc kommt schon. Ah, schade. Er kriegt den aber. Ich gehe auf die... Ich geh auf die Kate hier. Ich sterbe. Schade. Hätten wir da ein bisschen Live-Rack gehabt, der Fight wäre richtig gut gewesen. Kommst dann. Jawohl, schön. Ja, jetzt hat die LeBlanc auch gut Kills gekriegt. Sauber, das freut mich gerade richtig. Wir liefern hier ein ganz gutes Spiel ab. Mit Startschwierigkeiten, würde ich es jetzt mal nennen. So, Lifesteal auf jeden Fall. Weil der Fight, wie lange wir jetzt hier... 10 Sekunden Fight, wie oft wir drauf gehittet haben. Also da hätten wir gut Leben wieder bekommen. Was hat die Kate denn? Na, die hat auch 9 Kills, da müssen wir aufpassen. Ich kaufe jetzt noch unseren Blade of the Ruined King zu Ende. Und dann gibt's, denke ich, noch mehr Leben und Rüstung vor allem. Aber obwohl, wir haben auch... Ja, Magic Resistance haben wir genug hier im Team auf jeden Fall. Da sollten wir nicht mehr machen. Und die Ashe tot. Sie sollte auch laufen. Oh, die Ashe hat aber lange ausgehalten. Ah, Little Help, ne, die wäre dann auch gestorben. Ich glaube nicht, dass sie das geschafft hätten, außer die LeBlanc hat ihre Ulti, hat sie nicht. Ja, bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Wir müssen jetzt ein bisschen auf Baron auch aufpassen. Wir laufen da gerade schon so in die Richtung. Wen haben wir da? Wir haben da nur Lulu. Haben wir da, die starten den Baron. Ich mach hier mal eben die Braves, die weg. Ich komme. Jetzt werden wir uns beeilen, kriegen wir alle. Sehr schön. Double Kill. Nice. Jetzt holen wir uns einen Triple, wenn es geht. Den will ich jetzt aber auch haben. Den haben wir uns verdient. Schade, kommen wir nicht mehr dran. Und den Inhib holen wir uns. Und weiter schön hier drauf. Perfektes Spiel einfach. Also, das muss ich sagen, das macht mir auch gerade richtig Spaß, das Spiel. Gehen wir hier runter. Ich will nicht mehr feeden, also keine irgendwie Scheißaktion mehr.
Sonst können wir das ganz saftig noch verlieren. So, hier hin. Die Blue Clown, die sollen da weggehen. Bitte geht da weg, ich will das nicht verlieren mehr. Ich pushe jetzt gerade mal eben unten und gehe dann in die Base. Weil wir können uns gerade richtig viel kaufen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht zum Baron gehen. Schaut das mal. Und da, ich glaube, die machen sich schon auf den Weg. Ja, sie machen sich auf den Weg und deswegen laufe ich jetzt auch schon. Ich habe nicht mehr viel Mana, aber ich habe meine Ulti wieder. Der Zinn ist auf der Botlane. Zinn ist auf der Bot. Wieso machen wir jetzt keinen Baron? Ja, ich bin da immer ein bisschen, also wir könnten da ganz schön bequem den Baron machen. Ja, jetzt ist zu spät. Ah, komm, lassen wir. Wir machen sie noch nicht. Und jetzt ist es zu spät. Sehr schön. Jetzt sollten wir auch Ende machen am besten. So, Ende machen. Ja, oder Baron, genau. Genau, Fiddle ist weg. Genau, Fiddle ist weg, also können wir da schön den Baron machen. Oh, wir haben gerade ein bisschen Frame-Drops hier. 15 Frames sind noch. Kann das bitte wieder weggehen? Hallo? Ich sehe gerade gar nichts. Oh, super, ganz überlebt. Also das darf jetzt nicht gleich passieren, wenn ich den snipen muss. Ich verstehe es einfach nicht. Bitte Fokus. Fokus. Da oben ist der Twisted. Nimm die Dinger weg, mach mal, sonst laufe ich da gleich wieder rein. Die Ashe ist ganz gut gefeedet jetzt, das muss man sagen. Die macht richtig schön Damage und die slowt die richtig hart. Der Fiddle ist back. Sollen aufpassen, der Fiddle steht gleich irgendwo hinter der Ecke und kommt hier drüber. Genau, nämlich jetzt. Da ist die Ashe weg. Warum läuft der Volley rein? Und das war der Baron. So, jetzt aufpassen. Nein, das ist... nein, das ist nicht... Jetzt ist der Baron weg. Ich will den auch... kann ich da was machen? Ich denke nicht. Ich weiß nicht, ob ich den spielen kann. Ja, ich probiere es einfach. Flash hier drüber. Ich will nämlich nicht sterben. Splitten sich jetzt gerade, um mich zu cashen. Ja, hat der Damage gemacht? Ich glaube nicht. Sie kommen nicht mehr hinterher, sehr schön. Also, zurück, Base. Und, ja, Blade of the Ruined King zu Ende kaufen. Sehr schön. Wir sollten aber nicht fighten, auf keinen Fall. Weil die Gegner haben jetzt den Baron Buff. Dead Ash, ja, was macht die denn? Ich weiß es nicht, hab's nicht gesehen. Ah, ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Weil wir das. Die hat jetzt nicht wirklich die Blue genommen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sollten mal jetzt was machen. Also die Red kriegt die jetzt nicht. Wenn die schon die Blue nimmt, hätte ich gerne die Red dann. So, hier haben wir den. Go as 5 again hier. Leute, weil sonst könnte das eine ziemlich harte Angelegenheit werden. Ich mache mir ihn mal hier auf die 1, hoffentlich vergesse ich den nicht. Oh, die LeBlanc ist oben. Jetzt muss ich mal gucken, dass die hier nicht kommen. Die kommen hier. LeBlanc soll kommen. Oh, ich konnte nicht smiten. Ah, ich habe auch G gedrückt. Sollten wir kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Sauber. Und hier rüber.
mit dem Hund. Wir haben richtig schön Damage drauf. Wir verteidigen hier, wir müssen die Ash verteidigen. Ja, hat unser Team super gemacht. Oh, wir haben den Kill gekriegt. Keine Ahnung wie, aber wir haben ihn gekriegt. Ist sauber, jetzt Ende. So, sauber. Boah, was macht sie denn da unten? Wenn sie jetzt stirbt an ihm, ne? Dann ist aber Rambazamba angesagt. Dann kriege ich aber einen Anfall. Ich habe meinen Blade of the Ring King drauf geschossen. Sauber, Ace. Jetzt können wir Ende machen. Perfekt, da kommt die Kate noch an. Ich lasse einfach, ich hau weiter auf den Nexus. So, ich will den Sieg auf jeden Fall jetzt haben. Meine Güte, nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Warum? Warum? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir verlieren das. Wenn wir das jetzt verlieren. WTF. Alter, das Spiel ist aber auch richtig heftig gerade. Warum hat die Ash nicht nochmal einmal auf diesen Scheiß... Ja genau, jetzt, wir verlieren es jetzt. Ja, ich lasse ich Flame ja eigentlich nicht so, deswegen lassen wir das jetzt auch. Also manchmal würde ich da schon richtig gerne upragen. Aber ich habe keinen Bock auf einen Report oder sonst irgendwas wegen Flame. Bei so einer Runde, die wir hier bis jetzt abgeleistet haben. Wir haben jetzt richtig, richtig, richtig Glück, dass unsere Lanes heftig am Pushen sind. Und dass wir nicht um unsere Base ängsteln müssen, weil ich bin jetzt auch wieder da. Die können da nicht viel machen. Meine Güte, ist das ein Spiel. Es macht richtig Bock gerade, aber ich bin auch gerade richtig ja, nervös nicht, aber aufgeregt. Da pumpt das Adrenalin schon ganz schön bei so einer Runde. So, jetzt kommt her. Go S5. Da muss man immer die Leute wieder dran erinnern. Nicht, dass die hier irgendeine Scheiße abziehen. Ashy, 14 Sekunden noch. Wait for Ash. Ja, und hier jetzt noch ein Heap drauf. Wir müssen warten. Wir gehen hier Top holen. Weil wenn wir jetzt so fighten, nochmal dran erinnern, dass wir weit weg sind. Wir haben keinen Oracle, ne? Schade. Und da unten ist die LeBlanc gerade am Sterben. Ach, die LeBlanc, die Lulu natürlich. Ich dachte, wer sonst? Die Lulu ist aber auch ein bisschen retardet hier. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir uns beeilen, jetzt müssen wir uns beeilen. Hier hinten ist Schuld. Und alles drauf. Oh mein Gott, die Kate fokussiert kein Mensch, wir verlieren das. Und den Penta. Oh, das ist aber mies, dass er den Penta nicht gibt. Ja, das ist natürlich jetzt schade. Gibt er dir keinen Penta? Ah, der Fokus war so scheiße. Naja, also wir haben jetzt wieder ziemliches Glück hier. Und er schafft das. Wir haben so ein Affenglück, dass der Nexus hier offen ist und wir die Lane haben. Huiuiuiui. Also ich bin gerade hin und her gerissen mit den Gefühlen hier. Ja, es war einfach kein Fokus da und die Kate hat einfach so eine Range, dass sie natürlich schön alle abknallen konnte. Mit ihrem Quad 3 hat die auf 14-10, verdammt nochmal. Wir schmieren jetzt ein bisschen ab. Ja, bad idea, aber wir haben einfach die LeBlanc hat den Twisted einfach gewonnen. Das war schon mal ein richtig geiler Start, aber keiner hat die Kate noch eben getötet. Eben noch die Kate weg und dann ist deren Damage nur noch bei Zinn. Und der ist jetzt, ist zwar hoch bei ihm, muss man sagen, aber jetzt nicht so, dass der das ganze Team wegmacht. Scheiße, ey. Ich stand aber auch schön mit Zinn und Kate da drin, hab da viel abgehalten, aber ich weiß nicht, was die anderen versucht haben. Baron Timer hat natürlich auch keiner. So. Nochmal go. S5. Nico hängt immer ein bisschen da drüber. Schreibt man immer ein bisschen wie so ein Mongo.
Oh, hier ist ein Kuh drin. Oh, das könnte schon zu spät sein. Das ist wahrscheinlich schon zu spät. Nein, es ist noch nicht zu spät. Der Inhib ist immer noch nicht da. Wir haben den vorher. Kann noch nicht. Jetzt kann ich snipen. Und die throwen gerade da wieder. Ja, das wird so gut wie unmöglich zu gewinnen sein. Die Kate hat jetzt eine Guardians. Tolle Scheiße. Wir haben zwar den Baron jetzt gekriegt, das ist schon mal ganz gut, dass die den nicht gekriegt haben. Und es ist einer gestorben. 50 Sekunden jetzt alleine. Ja, könnte heftig werden. Puh. Wer soll sich denn wrecken von denen? Die haben alles voll. Ja, Crowstorm, ja, der zieht natürlich heftig rein. Da steht eine Trap drin. Es ist so ausgeglichen, aber die Gegner fokussieren ein bisschen besser. Also sie wird sterben, wenn sie von irgendeinem... Der 4 einfach und sie ist tot. Ich könnte eigentlich den Sunfire Cap kaufen. Dann habe ich auch Fullbild schon. Heftiger. Shit, einfach. So, da haben wir ihn zusammen. Sehr schön. Ash ist top. Schreiben wir den mal rein. LeBlanc ist Base. Sollen einfach weg da gehen. All top. Wäre doch mal ganz nett. So, ihr braucht nicht zurücklaufen. Und hier bleiben wir, Penner. LeBlanc, kommt hier alle hier hin. Ich würde nämlich gerne im Team laufen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich versuchen soll, die Ashe zu verteidigen oder ob ich versuchen soll, die Kate zu töten. Aber die Kate kriege ich, glaube ich, nicht mehr tot. Ich mach mal, behalte meine ganzen Spells offen jetzt, damit nicht der Fall passiert, dass ich nicht engagen kann oder nicht irgendwo hinkommen kann und dich. Ich nehme jetzt hier die Farms, ist eh scheißegal. Unserem Gold, wir haben eh voll. Der Fiddle steht irgendwo. Care Fiddle. Ja, Fiddle. Ja, der ist auch stark. Der Jungler von denen ist richtig stark. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht stark bin, aber der macht mehr Damage auf jeden Fall. Der ist echt krank. Drauf. So, unten von uns. Ja, der Gegner pusht unten. Also der kriegt gepusht, eher gesagt. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier gerade machen sollen, vernünftig, ohne jetzt hier den Pro 9000 rauszubringen. Weil die haben zweimal Zonias auf ihren AP-Carries. Kann da ein bisschen Ward spielen. Ja, wir haben Baron. Wir sollten eigentlich gucken, dass wir fighten, ne? Ja, wir können das knicken. Hier keinen Fokus drauf. So, den haben wir schon mal weg. Ja, jetzt kann ich nur noch laufen. Nicht in so eine Trap treten. Ich bin hier oben gerade relativ alleine, also kann ich porten. Er geht da runter. Sehr schön. Kann ich hier helfen? Ah, er kriegt sie noch mit der Spitze. Schade. Ja. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Wir haben die Kate des Guardians, das Guardian Angel von Kate weggekriegt. Ja. Ja. War das gut? Ja, wir sind nicht gestorben. Aber das ist jetzt auch einiges, was da nicht gut gelaufen ist, weil die Ashe natürlich insta-tot ist, wenn der Fiddle auf die kommt, mit seiner Ulti und dem 4. Der 4 ist einfach so heftig. Ich weiß nicht, ob ich da mit Jarvan quasi mithalten kann. Oh, verdammt. Ich hab da nicht auf die
Map geachtet. Ja, die sollen jetzt nicht anfangen zu flamen. Ich kann eh nicht gegen 4 Leute verteidigen. Gegen 3 auch nicht. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Oh, jetzt wurde ich weggekickt. Ja, ich laufe mal hinterher. Ah, sie läuft natürlich genau rein. Sie ist genau in die Trap gelaufen. Ja, ich lasse dem Volley den Farm, aber ich will die vom Tower ablassen. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. Wie wir das rumreißen soll. Ich kaufe jetzt als erstes mal ein Oracle. Ja, die Ashe muss weit hinten stehen, weil wenn die gecached ist, haben wir den Teamfight so gut wie verloren. Ich weiß nicht, warum die sich dieses Mana-Ding kauft hier unbedingt. Sollte sich, ja, okay, sie könnte sich jetzt ein, wie heißt es denn, kaufen. Ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wo haben wir denn hier? Da. Ja, ich sehe es gerade nicht da, genau. Und noch ein Heiltrank. Ach, wie heißt der Scheiß denn, den sie sich da kaufen soll? Hier, Magic Resistance, Megatron-Mantel hier, wie heißt es denn? Banshees, genau, Banshees Fail. Das wird dir natürlich gut tun. Magic Resistance ganz gut. Ja, wir verlieren das gerade. So leid es mir tut, wir verlieren es und die wardet auch nicht. Wir brauchen mehr Wards. Wirklich viel, viel mehr Wards. Ja. Ja, huhu. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was ich hier erzählen soll. Ihr seht ja gerade, die Schlacht ist hier ziemlich heftig. Also es ist hier ein Hin und Her, also eher ein Hin, weil die Gegner immer mehr zu uns kommen. Aber es ist bei beiden, die haben den offenen Nexus, kann die Ashe nicht Backdoor machen. Könnte man probieren. Wenn die Ashe einfach Backdoor machen würde, die kriegt den doch schnell genug kaputt, oder nicht, den Nexus. Aber die haben den In-Hip noch, den In-Hip und den Nexus, das wird natürlich schwierig. Wir stehen hier richtig kacke. Ich bleib mal ein bisschen weiter vorne stehen. Ich muss die Ashe schützen, auf jeden Fall. Ich geh jetzt mal hier ein Stückchen rein, damit wir was sehen. Jetzt gleich kommt irgendwo ein Fiddle wieder hergefickt. Ein Fickel. Wir sollten... Ich weiß nicht, wir sehen den Fiddle gerade nicht. Da hinten ist der Fiddle. Da ist die LeBlanc und weg ist und jetzt sind wir tot. Wir sollten auf jeden Fall laufen. Ja, die können sich ruhig die... an die da holen. Den Support am besten. Ja, wir verlieren das gerade. Das ist jetzt einfach nur noch Zeitschinderei, die wir hier betreiben. Und der Baron ist jetzt wieder weg. Verdammt. Das ist jetzt so schade, ey. Wir hatten einfach so geile Stats. Wir haben auch den Leuten die Kills übergelassen. Wir haben ziemlich gut gespielt, ziemlich guten Farm und alles gehabt. Ja, Baron ist natürlich jetzt wieder weg. Ja, können gar nichts machen eigentlich. Sobald ich jetzt hier reingehe, kriege ich jetzt erstmal dann den 4 ins Gesicht. Damage geht eigentlich, der Twisted hat so gut wie keinen. An mir 500 Schaden ist okay für ihn. Habe ich auch schon mehr gesehen. Ja, zweit, genau, zu zweit. Wir können das jetzt eigentlich hier nur noch verlieren. Ja, ich werde hier gerade gefiert. Will auch nicht reingehen, also das ist, bringt ja nichts. Mit dem Disconnect? Ja. Keine Ahnung, boah, ich bin gerade so gefiert einfach. Die beide Turrets waren weg. Schade, haben wir nicht mehr gekriegt, ich hab's versucht, aber die beiden, die bringen es auch nicht mehr, die Ashe ist in 52 Sekunden wieder da und damit verlieren wir dieses Hammer-Match einfach. Können kotzen, aber ja, ist einfach, wir haben einfach am Ende ein bisschen schlechter gespielt als die Gegner, oder die Gegner hatten vielleicht ein bisschen besseres Team durch den Fiddle, der hat da viel machen können. Und unser Team, ja, war okay. Wir haben ein bisschen schlecht vielleicht gespielt, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde. Und die wird bestimmt genauso Hammer wie die, nur dass wir gewinnen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier im Ranked hochzocken können.
Ciao, ciao, Leute.